Servus liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin platt. Richtig platt gewesen. Die letzten zwei Tage eigentlich. Heute nehme ich mal noch mit rein in diese Gleichung. Und deswegen auch dieses Video heute, denn in den letzten Wochen lief es immer mega gutes Training. Tempoläufe, bla bla bla, 3.0er Pace, VO2 Max. Und so weiter und so fort. Eigentlich nur eine gute Nachricht nach der nächsten. Heute ist es auch keine schlechte Nachricht, ne? Aber ich bin einfach ein bisschen durch. Es ging schon am Montag los, da habe ich meine Radintervalle ziemlich spät am Abend gemacht. Und das war aber nicht so, dass ich nicht anders konnte, sondern dass ich es einfach immer weiter hinausgeschoben habe. Dann habe ich mich aber schon am Montag dafür entschlossen, den Wecker in der Früh um 6.15 Uhr erstmal auszumachen. Übrigens hier neue Extensions, komplett neuer Vorbau, Aufbau und so weiter und so fort, kommt im nächsten Video. Ich hatte dann allerdings in der Früh schon auch immer noch die Option zu trainieren, weil ich noch genügend Zeit gehabt hätte, war schon um 7 Uhr dann wach. Aber ich habe in mich reingehorcht und mir dann gesagt, nee, heute, also es war am Dienstag, lassen wir das dann erstmal sein. Im Laufe des Tages habe ich dann gehofft, okay, vielleicht holt der Körper nochmal irgendwo Kräfte her. Dann habe ich mich um 17 Uhr mit dem Fritz zum Laufen verabredet. Manchmal geht es ja dann besser, wenn man zu zweit ist, aber Pustekuchen. Nach 3 Kilometern sind wir hier nach dem ersten kleinen Teil der Schleife ziemlich nah zu Hause vorbeigelaufen. Da habe ich gesagt, Fritz, mir reicht's. Fritz hat gesagt, ach komm, eine Brücke noch. Habe ich gesagt, nee, Diskussion beendet. Und dann war es auch wirklich gut. Ich habe dann noch ein bisschen Gymnastik gemacht und dann von gestern auf heute auch nochmal ausgeschlafen, auch kein Training gleich in der Früh gemacht und habe jetzt dann gegen Mittag eine Dreiviertelstunde auf der Rolle hinter mich gebracht, werde gleich nochmal locker laufen gehen und im Prinzip ist dann jetzt hier irgendwie 1,5 Tage verloren gewesen und es kommt immer wieder die Frage, vor allen Dingen in den Livestreams, wie ich Ermüdung zu Übertraining oder zu Unmotivation, wie ich das unterscheide und ich glaube, es ist ganz viel Gefühlssache und im Laufe der Jahre würde ich sagen, habe ich meinen Körper so kennengelernt, dass ich unterscheiden kann zwischen einer Situation, wo ich sage, okay, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen matschig, habe nicht so richtig Lust aufs Training, aber ich ziehe es trotzdem durch, oder so einer Situation wie gestern, wo ich einfach 1-2 Nächte auch nicht so gut geschlafen habe. Und ja, jetzt fühle ich mich aber ehrlich gesagt nach der Session auf der Rolle schon wieder ganz gut im Rhythmus und bin dann gespannt auf die nächsten Trainingstage, die haben es nämlich dann auch nochmal in sich. Der Freitag könnte sehr cool werden, aber jetzt kommt erstmal ein lockerer Dauerlauf und wenn der sich dann auch nochmal gut anfühlt und man mit einem bisschen besseren Gefühl nach dem Dauerlauf die Uhr stoppen kann, dann habe ich alles richtig gemacht und dann kann ich auch sagen, denn so weit kenne ich meinen Körper auch schon, morgen kann es wieder weitergehen. Wieder durch eigentlich. Ich laufe einfach so unfassbar viel in letzter Zeit. Das lief auch wieder richtig gut. Und hiermit würde ich sagen, das kleine Tief der letzten 1,5 Tage ist auf jeden Fall überwunden. Und ich muss sagen, das Wetter, das erinnert mich jetzt immer so ein bisschen an meine Zeiten, als ich noch Läufer war. Vor vielen, vielen Jahren, als es dann irgendwie so um die Jahreszeit ungefähr das erste Mal ins Trainingslager ging, ist ja unter Läufern jetzt nicht, oder war zumindest bei uns und auf dem Niveau, auf dem ich unterwegs war, nicht so ganz normal, dass man irgendwie im Winter ins Trainingslager fährt, um irgendwie in der Wärme trainieren zu können. Gab ja dann auch teilweise immer noch die Hallensaison, die dann schon im Ende Dezember losgegangen ist. Lange Rede, kurzer Sinn, worauf ich hinaus wollte. Ich habe so totales Ostertrainingslager-Feeling und das ist ein gutes Gefühl. Viele schöne Zeiten gehabt. Irgendwo ganz oft waren wir in Zinnowitz an der Ostsee, dann das ein oder andere Mal auch am Gardasee. Also finde ich, ist immer eine sehr schöne Jahreszeit.
Jetzt so, wenn der Frühling so langsam den Winter ablöst. Und genau, bevor die Fragen jetzt kommen unter dem Video, ey Felix, was hat denn das Whoopstrap, der dir das Whoopstrap zu der Ermüdung gesagt? Da habe ich seit einer Woche keinen Akku mehr auf dem Strap. Das ist der Nachteil, ne? Weil man halt immer dieses externe Akkuladegerät braucht und ich hatte noch keinen Ersatz bestellt. Das habe ich jetzt bereut. Und jetzt werde ich den wieder dran machen. Leider genau in dem Moment, wo es mir mal ein bisschen schlechter geht, fehlen jetzt die Daten. Wäre natürlich jetzt extrem spannend gewesen, wie das ausgefallen wäre. Aber okay, kann man nicht ändern. Also das an der Stelle schon mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Dann am Freitag. Denn das wird ein spannender Tag. 8x1000 stehen drauf mit 400 Meter Trab-Laufpause. Und am Freitag ist auch die Challenge Miami und ich bin am Überlegen, ob ich einen Stream machen soll parallel. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr das Video soweit geguckt habt. Und wenn ihr Lust hättet auf einen Stream, Watch-Along, irgendwie sowas, dann überlege ich mir mal was. Peace.